Thank you.
Tonight, Eberhard, wir haben hier ein deutsch-amerikanisches Quartett von Ihnen zusammengestellt, von Ihnen vorgestellt für dieses Konzert hier. Und bei der Musik, ich hoffe, Sie sind einverstanden, kann man so als einendes Element sagen, der Klang steht im Vordergrund, denn die Instrumentierung, die hier geboten wird, ist recht ungewöhnlich. Ich bin sicher, dass Sie den Ausdruck Sound nicht so besonders schätzen würden, denn heute in der Musik scheint Sound ja das zu sein, was das Wichtigste ist. Ich spreche von Klang. Wie würden Sie die Musik umschreiben, die Sie hier präsentieren? Ja, oh, das ist die schwierigste Frage, die man überhaupt stellen kann. Denn unsere Aufgabe ist ja, Musik zu präsentieren. Und es ist offenbar nötig, diese Musik in eine gewisse Schublade einzuordnen, damit man sagen kann, so oder so sieht die Musik aus, so hört sie sich an. Das ist immer die schwierigste Sache für uns. Ich bin einfach, wenn ich komponiere, dann lasse ich die Ideen einfach fließen, die ich so habe und die Vorlieben, die ich habe. Ich lasse also die Abneigungen alle weg und das kommt einfach dabei raus. Und ich bin eigentlich froh, dass man sie in gar keine Schublade einordnen kann. Es gibt ja sogar Leute, die sagen, man würde also bestimmte Kompositionen von mir erkennen. Das heißt, dass eine bestimmte Handschrift da ist. Zu der Handschrift gehört ganz sicherlich auch Klang. Und das Instrument? Das Instrument auch. Das Instrument hat mir sehr viel geholfen, um überhaupt in diese Rolle zu kommen. Es hat eigentlich mir überhaupt erstmal ermöglicht, erstens als Solist und dann auch als Leiter irgendeiner Formation aufzutreten. Denn mit diesem Instrument kann man wirklich leiten, also oder leaden. Nun ist dieses Konzert vom Fernsehen aufgezeichnet worden. Und da möchte ich gerne eine Frage anknüpfen, die etwas damit zu tun hat, wie man Musik visualisiert. Sie haben im umgekehrten Fall Musik für Filme geschrieben, also für Bilder Musiken geschrieben. Wie sieht es nun aus, wenn Ihre Musik visuell umgesetzt wird? Sie haben einmal gesagt, wir könnten genauso gut den Vorhang runter machen und unsichtbar für das Publikum spielen. Und das Publikum soll unseren Klangbildern folgen und sich seine eigenen Vorstellungen machen zu den Klangbildern. Wie würde eine für Sie optimale Umsetzung, optische Umsetzung von Musik aussehen? Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinert ausdrücken oder beschreiben. Ich glaube, das hängt sehr von der Tagesform ab, der man selbst unterliegt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man eine Musik darstellt. Mir ist natürlich immer am liebsten, wenn ich muss immer von anderen Leuten dann in diesem Fall reden, wenn ich andere Leute Musik anhöre, dann möchte ich entweder gar nichts sehen, zum Beispiel ist es auch ein Grund, weshalb ich beim Spielen die Augen schließe. Weil wenn ich etwas sehe, bin ich sofort weg, bin ich sofort abgelenkt. Ich kann keine Bewegungen im Publikum sehen. Ich muss ganz auf mich selbst hören. Und genauso ist es natürlich, wenn jemand meine Musik visualisiert. Ich muss eigentlich sagen, ich möchte es dieser Person überlassen, die es visualisiert. Ich selber hätte vielleicht doch sehr große Schwierigkeiten, mir vorzustellen, möchte ich jetzt nur beim Spielen selbst gefilmt werden oder die Kollegen abgelichtet werden oder sollte man Landschaften einblenden oder so. Es ist auch sehr dubios. Das ist schon eine gewisse Gefahr, wie ich das auch manches Mal bei Konzertumschnitten oder Mitschnitten sehe, Umdenkungen. Da wird sehr viel Kunst oder in Anführungsstrichen getrieben. Wir haben neulich mal in Österreich ein Konzert mit einer anderen Formation gehabt, aber Rainer war dabei. Und natürlich, Rainer war der Unglücksrabe, der ständig auf dem Kopf stand in der Kamera. Der Kameramann hat also da schwerste Drehungen gemacht und er hat damals auf dem Kopf gespielt und unten und hier. Damit müssen wir natürlich dann auch leben. Aber es ist klar, dass Kameraleute natürlich, wenn sie inspiriert sind, sich auch verwirklichen wollen. Ob es dann immer dienlich ist, ist die andere Frage. Ich schließe aus diesen Erläuterungen, dass Sie eher der klassischen Methode folgen. Das heißt, eben das Handwerk vorgeführt wird im Fernsehen. Wir haben heute sehr viele Möglichkeiten, in der Musik elektronisches Equipment zu benutzen. Und das Problem ist, dies eben so zu tun, dass es geschmackvoll ist, dass es der Sache dient. Sie sind ja auch Dozent. Wie handhaben Sie für sich diese Mischung aus Akustik und Technik? Was sind für Sie die Kriterien bei der Auswahl? Also zunächst ganz banal ausgedrückt, für mich ist der Flügel das Instrument,
auf dem ich mich sofort ausdrücken kann, also sehr direkt. Das heißt, für mich ist der Flügel auch das Solo-Instrument.